Ja, was wir machen, ist derzeit eben zu dritt die Biokiste im Linzer Zentralraum mit dem Lastenrad zuzustellen. Das machen wir jetzt seit einem Jahr. Ablaufen tut es so, dass in der Regel um 7 Uhr kommt der Kleinbus vom Achleitner aus Everding zu uns. Bringt uns in der Regel zwischen 70 und 80 Kisten. Die werden dann bei uns ausgeladen, nur einmal sortiert und dann mit dem Lastenradl ausgeführt. Und wir bringen das Gemüsekistel, das im Schnitt 4 Kilo hat, dann auch direkt zur Wohnungstür. Ich bin ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Mir ist es wichtig, je mehr Radeln, umso weniger Autos. Und das Zuckerl an dem Ganzen ist, dass ich mir am Abend das Fitnessstudio spare, weil ich nicht 8 Stunden im Büro sitze. Ja, die Biokiste per Lastenrad ist der Beitrag, den meine Mitarbeiter und ich einfach leisten können, um die letzte Meile positiver zu gestalten. Das heißt, weniger Kleinbusse, weniger Klein-LKWs, weniger CO2, weniger Feinstaub, weniger Türen auf, weniger Türen zu. Einfach diese ganze Lärmgeschichte einfach zu reduzieren. Das ist unser Logbuch. Das sind die Aufzeichnungen, seitdem wir praktisch ausliefern. 27 Tonnen zugestellt, 4239 Kilometer gefahren. 850 Kilo CO2 eingespart. Ja, und ein Blick in die Zukunft. Das ist unser selbstgebauter Transportradrahmen. Der wird in Kürze in Betrieb gehen, wird unseren Fuhrpark erweitern und wir haben auch vor, damit in Serie zu gehen und den auch zu verkaufen.